Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Luigi's Mansion 1. Im ersten Part haben wir schon viel auf dem, von Luigi's Mansion hier erkundet in E1. Wer den Part verpasst hat, kann ruhig nochmal in die Infokarte gucken und generell in die Playlist. Wenn ihr zum späteren Zeitpunkt hier vorbeischaut, könnt ihr dort auch das ganze Let's Play in einem Stück verfolgen. Deswegen solltet ihr eher die Playlist starten als... Oh Gott, den dürfen wir gar nicht einsaugen. Der würde uns nur Herzen wegballern. Das ist ein Giftspritz, den kann man aus Mario Bros. Lost Levels. Kein guter Typ. Aber das finde ich irgendwie kacke, weil wenn jetzt, weil wenn jetzt hier immer noch die ganzen Sachen dann, sage ich mal, resettet werden, dann ist ja überall hier nochmal was. Dann muss ich ja jeden Raum zweimal und dreimal erkunden. Zum Beispiel kann hier auch wieder irgendwas sein. Okay, das finde ich natürlich dann ein bisschen schlecht. Genau, können wir jetzt auch die Kerzen wieder auspusten. Okay, das bringt jetzt leider nichts, aber auch zum Beispiel das hier. Da weiß man ja eigentlich fast nie. Hallo? Okay, danke. Weiß man ja eigentlich nie, ob man alles hat. Okay, das finde ich ein bisschen kacke. Naja, dann werde ich das irgendwie so machen, dass ich nochmal dann, keine Ahnung, häufig hier nochmal ein bisschen was nachgucke. Aber nein, es gibt auch häufig nicht so viele Möglichkeiten, hier Sachen zu verstecken. Alter! Wie viele Giftpilze gibt es in diesem Spiel? Naja, wir gucken nochmal ganz kurz auf die Karte. Und dafür gab es dann nochmal hier den Schlüssel. Alles klar. Hallo? Ja? Ah, da ist Professor Gitt. Er ruft uns an über den Game Boy Horror. Moment mal, Luigi. Ich bin's, Professor Gitt. Ich erhalte Messwerte von Geistern, die alles bisherige übersteigen. Ich vermute, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie entkommen sind. Du musst wissen, dass sie sich wesentlich von all den anderen Geistern unterscheiden, die dir bisher untergekommen sind. Sie zeigen ihre Herzen nicht einfach so, ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du zuerst den X-Kopf rücken, um dessen Herz auf Anhaltspunkte hinzusuchen. Manche erfährst du so, wie du sie am besten überraschst. Also, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Oh, eine Geldspur. Gut. Ich habe auch gerade irgendeine Maus gehört. Ja, hier sind Mäuse. Ich hoffe mal, die werden mich jetzt hier nicht stören. Naja, dann gehen wir da mal rein. So. Oh. Oh Gott. Das ist anscheinend einer dieser Bossgeister. Wir dürfen uns von diesen Büchern nicht treffen lassen. Ich wusste es. So. Ohoho, weiter so. Versuch mich nur zu finden. Ich kann dich nicht sehen, aber tu mich nicht. Oh. Digga, aufpassen, diese scheiß Bücher. So, okay, vielleicht sollten wir einfach irgendwie abwarten. Ja, genau! Abwarten und Tee trinken. Wir können ihn einsaugen, den Kollegen. So, er droppt auch Perlen, das bedeutet, ja. Ich hab den... Ich hab den rechten Stick losgelassen, weil das einfach so lang gedauert hat. Bruh. Ach so, okay. Wieder warten. So, jetzt lasse ich ihn aber nicht los. Den rechten Stick, weil wir müssen den Typen einsaugen. Ja gut, da haben wir schon mal echt gut gefailt. Beim ersten Geist direkt. Achso, okay, das... Egal. Ja, es erscheint auch immer ein Giftpilz. Es können auch manchmal zwei sogar erscheinen. Das ist immer gerandomized, je krasser dein Gegner ist. So, okay, haben wir jetzt alle Perlen eingesammelt? Den Rest untersuchen wir jetzt gleich. So, hier ist ein Key. Nice, dankeschön. Alles klar. So, dann untersuchen wir noch mal den Rest. Wow. Haben wir ganz kurz den letzten Gehaltscheck von dem Typen geklärt. Alles klar. Der sah auch etwas, ich sag mal, reicher aus. Oder etwas schlauer. Du solltest das Ding untersuchen und nicht rausgehen, du Idiot. Ja, das ist irgendwie kacke. Dass der Untersuchen-Button auch der A-Knopf ist, womit man natürlich dann auch alles bestätigen kann. So, oh, zum ersten Mal gibt es im Kronleuchter oder ja in der Deckenlampe kein, kein
Geld. Okay, das Feuer können wir leider nicht ausmachen. Sonst hätte das bestimmt auch noch mal ein bisschen was gegeben. Das Spinnnetz können wir bestimmt auch aufsaugen. Hä? Da liegt ein Rätselbuch. Willst du es lesen? Okay. Wo immer Menschen ihre Kreise ziehen, tauchen Rätsel auf und sich von ihnen abzuwenden, führt jedoch nie zu ihrer Lösung. Anstelle ihnen den Rücken zukehren, sollte man einen anderen Blickwinkel verfolgen. Nicht selten öffnet sich ein neuer Pfad, der sich zur Lösung des Rätsels führt. Okay. Danke für den Tipp, Bro. Ja, okay. Dann gehen wir wieder raus. So, wo hat sich denn jetzt eine Tür geöffnet? Da hinten. Alles klar, dann wollen wir auch mal da hingehen. Aufpassen, hier können immer noch diese Mäuse rumlaufen. Ich lasse mal lieber hier den Anzeige den Sauger betätigt. Okay, ich ja schon wieder. Oh. Dann betätigen wir da den Gameboy Horror. Analysieren ihr Herz. Ist mein Hanichen reichs natürlich, Herr Biggie. Verbringe ich viel Zeit mit der Pflege. Ich war zu Tode gelangweilt, als ich diesen Gemälde versteckte. Nun verbringe ich meine gesamte Zeit vor dem Spiegel, auch wenn das Leuten Angst einjagt. Hat sich doch alles zum Guten gewendet. Ja, leider in diesem Raum geht es nicht darum, abwarten und Tee trinken, sondern hier müssen wir einfach die Vorhänge zu aufmachen. Weil dann kommt... Ah, meine Güte, zieht meine Hechtsuppe. Hä? Soll ich verarschen, Bitch? Hä? Naja. Okay, anscheinend sollten wir erstmal den Vorhang als erstes aufziehen und dann erst den. Und dann zeigt sie ihr Herz. Ein grausames Herz hat diese Frau in sich. Und das müssen wir nun beenden. Die Pflege zählt nicht immer als einziges, der Charakter muss zählen. Du Bitch, die hat mich in den Giftpilz gelockt. Schnell, sammel die Perlen auf. Ich kann den Sauger nicht betätigen. So, gib mir die Perle. Ach Mann, ist das scheiße. So, dann zauge ich dich halt nochmal so ein. Ach Digga, also das kann man ja auch nicht wirklich gut lenken. Muss ich sagen. Ja gut, dann haben wir es halt jetzt so gemacht. Ist ja auch egal, ob wir hier eine bestimmte Geldanzahl oder so bekommen. Hauptsache, wir bekommen das Spiel ganz gut durch. Und struggle nicht so wie beim Original-Let's Play, aber auch so, wenn ich das jetzt hier so gehabt hätte, würde ich da niemals drauf kommen, dass man den Vorhang aufziehen sollte. Ja gut, irgendwann hätte ich natürlich alles überprüft, aber trotzdem ist es halt ein bisschen lächerlich. So, da oben wird es auch bestimmt irgendwas geben. Ja, ich wusste es. Nice. Ein bisschen Geld kann nie schaden. So. Gut, jeden Schein eingesaugt. Und hier drin ist der nächste Key. Sehr schön. Alles klar. Dann hat sich die Tür gegenüber geöffnet. Schlafzimmer des Hausherren. Okay. Dann waren die anscheinend verheiratet. Okay. Naja, dann waren wir anscheinend die Ehezerstörer. Ja gut. Ist auch eine böse Familie jetzt. Kann man natürlich jetzt nicht so rechtfertigen, weil wir haben die komplett ausgelöscht. Aber naja. Und wisst ihr, was jetzt doch der größte... wisst ihr, warum? Was jetzt... Also... Hä? Genau? Jetzt müssen wir die Kiddies doch umbringen. Das ist so brutal manchmal, dieses Game. Wir haben einfach gerade den Papa, die Mom eingesaugt und jetzt kommen wir uns die Kinder, Digga. Alter, wir sind solche Unmenschen. Digga, bist du dumm, Luigi? Du sollst den scheiß Schrank untersuchen. Oh, ein großes Herz. Dankeschön. So, dann untersuchen wir mal. Wo befinden sich die Leute hier? Oh, da ist einer. Hopfhörnchen, Hopf! Warte, was? Okay, dann sollten wir irgendwas mit dem Pferd machen. Hab ich gerade schon gesehen. Ich sehe aber nur einen. Ich dachte, es gibt zwei. Okay. Naja. Besuchen wir erstmal den ganzen Raum. Bevor wir uns dann um den Boss kümmern. Oh, das wird bestimmt auch nochmal wichtig werden.
So, hier gibt es nochmal Geld. Noch mehr Geld. Ja, wie gesagt, erst gleich kümmern wir uns um das Pferd. Vielleicht können wir noch irgendwas bei den Teddybären machen. Nee, sieht jetzt gerade nicht so aus. Alles klar. Dann schaukeln wir das Pferd. Moin, Minium. Hallo, spielst du mit mir? Hä? Ist doch gar nicht schlecht. Oh! Aber wenn wir so spielen, finde ich das natürlich nicht gut. Oh! Oh, war das gut? Ich weiß es nicht. Ja, also, er hat einen Hit bekommen. Aua, du hast Aua gemacht! Dafür wollte ich doch nur spielen! Ihr Großen seid alle doof! Und außerdem bist du größer als ich, mir reicht's jetzt! Klein, jetzt werde ich schon kleiner! Klein, klitzeklein, klein und mickrig klein, genau! BTF? BTF? Oh nein, wir sind klein und sind in seinem Bett! Oh Gott, kannst du nicht mindestens eine Frau sein? Ja, okay, weiß man natürlich nicht, ne? Aber ist ein bisschen zu jung. Viel zu jung. Komplett, absolut viel zu jung. So, da ist der Big Boss Baby. Oh Gott! Oh Gott! Ich glaube, das ist eine Frau. Keiner kann so laut schreien. Nein, Spaß. Okay. Oh Gott. Was sollen wir denn jetzt großartig machen? Sollen wir einfach nur aushalten? Ich glaube, wir sollen einfach nur aushalten. Na, das ist jetzt nicht so schwer. Wir müssen einfach nur das Pferd immer... Wow, Digga, Mission Impossible, Alter. Okay, ich glaube, die Bälle sollten wir einsaugen. Und die dann auf ihn schleudern. Ja, genau. Der. Schnell. Und... Bam. Das war's hier aber wirklich komplett. Hä? Bin ich verarschen, Digga? Okay. Was war knapp? Komm. Alter, okay. Das, dann sollten wir eigentlich auch mal da aushalten, okay. Eieieiei. Gut, da hinten, den. Boah, Junge, kannst du nicht einmal sterben mit deinem Autismus? Hä? Kann ich nicht einsaugen? Doch, ich kann ihn einsaugen. Aber werden wir es direkt im ersten Versuch schaffen? Das ist die Frage. Also, ich weiß ja nicht, was ich da jetzt gegen sagen sollte. Ich hab die ganze Zeit gegengehalten, Digga. Also, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Jetzt macht er Bauchklatscher, WTF. Also, kann man den überhaupt beim ersten Mal einsaugen? Das ist ja unmöglich, Digga. Ich hab da so heftig gegengehalten wie noch nie. Und es ist nichts passiert. Kommen jetzt mehrere oder immer nur noch eins? Ich glaube immer nur noch eins. Bisschen lächerlich, aber okay. So, wir sollten uns, glaube ich, immer so auf diese Mittelteile stellen. So, jetzt kommen wieder die Bälle. Ich dachte halt auch als erstes, wir sollten eine Taschenlampe oder so benutzen, aber das stimmt ja gar nicht. So, jetzt nochmal. Also ich halte komplett gegen, mit sogar beiden Sticks. Ne, ich halte mit beiden Sticks dagegen. Also, erzählt mir keinen Müll. Erzählt mir keinen Müll, aber das kann man nicht im ersten Versuch schaffen. Oder auch im zweiten. Also, ich habe mit beiden Sticks gegengehalten. Das ist so ein Dreck, ne? Meine Fresse. Boah, Junge, ey. Also, das ist irgendwie verbuggt oder so. Keine Ahnung. Boah, es ist aber richtig schnell gewesen. Uiuiui, jetzt kommen zwei. Und er hat mich komplett ausgetrickst. Wichser, Alter. Deine Eltern sind nicht stolz auf dich. Obwohl, die sind ja genauso grausam wie dich. Weißt du, was ich mit denen gemacht habe? Das gleiche mache ich jetzt auch mit dir. Du landest im Staubsauger. So, komm her. Wichser. Und das war's. So, dann haben wir Vater, Mutter, Kind reingesaugt. Eieiei. Und wir kriegen einen großen Schlüssel. Einen pinken Herzschlüssel, okay. Luigi.
Wie hörst du mich? Denn Himmel sei Dank, du bist da. Okay, ich habe plötzlich die Verbindung zu dir verloren. Daher war ich etwas besorgt. Du scheinst nach dem langen Kampf etwas aus der Bluse zu sein, nicht wahr? Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Sobald du da einen Bossgeist aufgesaugt hast, dann schreib mir doch 16 mit dem Bersten nach. Obwohl, ich schätze, du hast dem Bossgeist gezeigt, wer der wahre Boss ist. Du hast recht, Bro. Gute Arbeit, Luigi, du bist unversehrt zurückgekehrt. Nun sieh dir mal das hier an. Annähernd 20 Jahre hat es gedauert, dieses Meisterwerk zu konstruieren. Ich bezeichne es als den Geisterportrifizierer. Diese Maschine ermöglicht es uns, die von dir gefangenen Geister in Gemälde umzuwandeln. Doch damit nicht genug. Es funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Wie? Du möchtest wissen, wie das funktioniert? Nun ganz einfach. Du musst dir nur lediglich den Schreckwachen 16 und diese Buchse anschließen und danach heißt es zugestaunt und mitgestaunt, kleiner Mann. Ich muss mich nochmal ganz kurz anmerken, dass ich doppelt so groß bin wie der Kleine. Aber egal. So, da sind Vater, Mutter, Kind, die wir gerade eingesaugt haben. Hoffentlich auch dieser Bananengeist, der lange Geist und der normale Geist. So. Die Geister sind unsichtbar. Folglich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Und fertig sind unsere unheimlich geistlichen Gemälde. Mhm. Wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurückzuverwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Nice. Bisher gefangen, Bereich 1, Ramon, Rolanda und Luis. Alles klar. Sehr nice. Das macht summa summarum insgesamt 3 Geister. Sehr nice. 470.000, 1,9 Millionen, 100.000. Und das macht insgesamt... Nochmal mit den Fern 1,1 Millionen. 3,57 Millionen. Sehr nice. Okay, sehr schön. Freut mich. Das ist eine gute Summe. So, dann speichern wir auch gleich. 3,57. Digga, ich will das einfach weggehen, Digga. 3,6 Millionen Gold einfach. Ja. Wo soll's hingehen, Luigi? Ich möchte jetzt erstmal in die Galerie, weil da sind die ja jetzt eingelagert worden. Hier zum Beispiel. Genau. Ja gut, ich möchte mir die eigentlich nicht angucken. Ich brauche die nur fürs Thumbnail. Entschuldigung. Aber muss halt kurz sein. Hier kann man sie halt nochmal in größerer Form sehen. Ja. Weil das hatte ich immer das Problem bei meinem ersten Let's Play. Weil ich konnte auch nicht so richtig perfekt Thumbnails machen. Deswegen musste ich die immer im Internet suchen, aber da gab's die nicht. Deswegen müssen wir die jetzt immer in der Galerie angucken. Naja, Leute, das war's mit dem zweiten Part von Luigi's Mansion 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da. Wenn euch der Part generell gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Part. Haut rein und